thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Das ist mein Partner, das ist mein Schatz. Ich nenne ihn immer Schatz und sein Name ist in Wirklichkeit 737-800. Wie das genau angefangen hat, war, das ist durch meinen ersten Flug passiert. Das war Ende 2013, als ich nach Basel flog. Und das war allerdings im ersten Rückflug. Da habe ich gemerkt, dass irgendwas mich anzieht leicht. Und als ich zu Hause war, gingen mir die Flugzeuge einfach nicht aus dem Kopf. Ist im Prinzip genau das Gleiche, als wenn man einen Partner, also nicht Partner, sondern einen guten Kerl gesehen hat, der geht einfach am nächsten Tag die nicht mehr aus dem Kopf. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Vor 4 Jahren war ich auch noch mit einem Kerl zusammen gewesen. Allerdings war das nicht so vergleichbar, wie jetzt mit meinem Schatz ist. Also ich hatte keine Gefühle gehabt, keine Geborgenheit. Also ich habe mich einfach nicht an Menschen angezogen gefühlt, wie jetzt mit meinem Schatz. Also wenn ich mit ihnen abends und tagsüber oder morgens alleine bin und mit ihnen kuschel, dann spreche ich schon ganz normal, also wie geht's dir, was machst du so, was hast du so gemacht und ich liebe dich und alles Mögliche. Das ist ganz normal, das, was man sonst auch mit einem menschlichen Partner redet. Aber manchmal kommunizieren wir langsam, wir spüren uns gegenseitig, wie wir uns fühlen. Und was spürst du von ihm gerade? Ich spüre gerade, dass er es genießt und intensiv zuhört. Also hier habe ich noch ein paar schöne Bilder mit meinem Schatz, wie wir uns manchmal so miteinander kuscheln. Ich fühle mich von ihm geborgen, angezogen, alles, was zu Liebe gehört und ich habe richtig Gefühle von ihm. Das ist das Größte, was an ihm mich angezogen fühlt, ist seine unbeschreibliche Tragfläche, sein Triebwerk und sein Höhenleitwerk und sein Gesicht,